Ich müsste mal wohin. Natürlich. Ich bin wieder da. Hey, was ist denn hier los? Was machst du denn da? Erdbeeren. Hans! Probier mal! Hans! Hans. Im Schrank, im Schlafzimmerschrank oben. Und eins, und zwei, und drei, und vier. Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm. Und komm. Guck mal, da ist ein Mann. Ich wusste, dass du kommst. So viele waren es noch nie, ganze Schwärme. Da ist nix. Doch da. Sturzflug, Hunderte, Tausende. Du kannst sie von da noch nicht sehen, aber ich sehe sie schon. Brauchst Hilfe, Hans. Schau mich an. Jetzt schau mich endlich an! Ich kann nicht mehr. Ich bin so. So. Ich kann nicht mehr. Komm, wir gehen. Antigone spielt Friederike. Das ist doch absurd. Völlig absurd. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass man der nicht trauen kann. Die kann nichts dafür. Ich glaub ihr. Ich glaub ihr auch. So merke dir. Der allzu starre Sinn zerbricht am ehesten. Der stärkste Stahl, wenn man ihn überhart im Feuer glühte, zersplittert und zerspringt. Zuallererst! Wenn sie sich das ungestraft erlauben darf, dann bin ich kein Mann mehr. Dann ist sie der Mann! Willst du noch mehr, als dass ich sterben muss? Was? Willst du noch mehr, als dass ich sterben muss? Was? Willst du noch mehr, als dass ich sterben muss? Nein, sonst nichts. Damit habe ich vollauf genug. Du könntest aber ruhig ein bisschen lauter sprechen. Ja, Entschuldigung. Also, Friederike. Ja, also ich soll lauter sprechen und deutlicher. Ja, ich weiß. Entschuldigung. Nee, es geht nicht um lauter oder leiser. Es geht um deine Überzeugung. Weißt du, lass dich doch von dem nicht einschüchtern. Antigone lebt nach den ungeschriebenen Gottgeboten. Gottgebote, ja. Ja, die ist frei. Vollkommen frei. Frei, ja. Entschuldigung. Muss ich auch nicht entschuldigen, wir probieren noch. Ja, klar. Soll ich gleich nochmal? Gerne. Wo waren wir stehen geblieben? Vielleicht ist das ja so eine Art innere Stimme. Was würdest du dann tun? Was? Ja, wie würdest du dich ihm mitteilen? Was du denkst, was du fühlst. Moment, einfach ohne Worte. Okay, guck mal. Creon ist ein schrecklicher Tyrann. Und dein Onkel, der deinen Bruder nicht begraben will, aus reiner Willkür. Ja? Und dein Bruder, der liegt irgendwo da draußen vor der Stadt im Dreck. Und Tiere und Vögel fressen an ihm. Ja, ich glaube, ich kann das nicht. Doch, doch, du kannst das. Du musst dich nur einfach trauen. Okay, ich bin da. Ich helfe dir, ja? Mhm. Gut. Und doch, wie hätte ich rühmlicheren Ruhm... Und doch, wie hätte ich rühmlicheren Ruhm gewonnen, als dass ich den eigenen Bruder begrub? Du wagtest, mein Gesetz zu übertreten! Lecker Nudeln! Hey, Parmesello-Käse! Njam, 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 njam. Aber wirklich, ja, total lecker. Das geht doch nicht. Das geht nicht. Du kannst uns jetzt nicht allein lassen. Denk an die ungeschriebenen Gottgebote.
An ihnen sollst du nicht, weil Menschenstolz dich schreckte, schuldig werden vor den Göttern. Denn sie sind nicht von heute oder gestern. Sie leben immer und keiner weiß seit wann. Sieh, ob du Mühe und Arbeit teilen willst. Nun wirst du zeigen. Bist du mutig oder schlugst du aus der Art? Ich habe 30 Minuten bis Vorstellungsbeginn.